Walter Hofer, ein aufregendes, ein spannendes erstes Weltcup-Wochenende. Wie sieht das Fazit aus am Samstagabend? Naja, ich würde sagen, wir sind schon mit schlechteren Ergebnissen aus Kusamo weggefahren. So gesehen muss man dem Veranstalter gratulieren, zu diesem Zeitpunkt solche winterliche Verhältnisse zu schaffen. War toll, war der richtige Auftakt und die Athleten haben gezeigt, was es heißt, den Saisonauftakt richtig abzuliefern. War wirklich toll, es war ja nicht so einfach, aber man muss allen Beteiligten zumindest gratulieren für dieses erste Wochenende. Jetzt haben wir ein Podium gesehen, das war so nicht unbedingt zu erwarten, wobei am Anfang des Winters immer schwierig zu prognostizieren, aber mit Romören und Bogner doch zwei überraschende Männer da ganz vorne drin. Das ist richtig, aber das ist auch